Einen wunderschönen guten Tag, herzlich willkommen zurück zu Europa Universalis 4, im Jahr 1681, und ich habe meine Drohung wahrgemacht, und zwar habe ich ein bisschen technologisch was geändert. Bei den Ideen haben wir jetzt nämlich ein Unabhängigkeitsbestreben von minus 450%, das habe ich ein bisschen erhöht, weil es ja eigentlich der Zweck des Projektes ist, dass man quasi nur Vasallen spielt, aber dafür die Vasallen nicht die Unabhängigkeit erklären können. Das war ja der Sinn und Zweck des Ganzen. Was ich übrigens auch gemacht habe, ist, ich habe die Einnahmen halbiert. Also statt 50% nur noch 25%. Müssen wir kurz gucken, wie sich das entwickelt. 18,52. Wir schauen mal den nächsten Monat. Ja, das erhöht die Einnahmen deutlich. Dadurch sollten die jetzt natürlich auch deutlich mehr Truppen rekrutieren können. Bei uns bleiben die Einnahmen stabil. Was wir jetzt natürlich auch wieder machen können, mehr machen können, wäre die Entwicklung klauen. So, juckt die natürlich dann nicht mehr so wirklich. Natürlich können wir es nicht überall machen. Zumindest mal in vielen Provinzen, die hier so rumgammeln. Ah, das lohnt sich natürlich nicht so. Wenn ich das irgendwo mache, das sollte sich dann schon richtig fett auch lohnen. Ja, 13 ist so grenzwertig, so geht gerade noch so. Auf der anderen Seite wird es ja bald genervt. So, ich habe mal ein paar Leute richtig unzufrieden gemacht. Mal gucken, wo uns das einnahmstechnisch hinführt. 27,59. Okay. Also 27,59 auf 32,67 hat überhaupt nichts gebracht. Hervorragend. Genau das habe ich mir vorgestellt. Bisschen enttäuschend eigentlich sogar, wenn ihr mich jetzt mal so fragt. Schauen wir mal ganz kurz. Königreich Italien hat relativ wenig Truppen. Schauen wir mal zu den Italienern runter. Ja gut, die sind auch noch in der Entstehung, das Königreich von Italien, ne? Die sind natürlich noch in der Entstehung. Ihr solltet eure Gebiete auch dringend mal koren, meine Freunde. Ist das Italien? Ja. Jetzt kommt natürlich erstmal wieder die Koalition Nummer 27. Diplomatische Reputation, Moralerhöhung, Verstärkungsrate. Ein bisschen traurig, dass das tatsächlich... 41 haben wir jetzt, okay. Also kann sein, dass es vielleicht dann ein bisschen gedauert hat. Ich habe Überdehnung, Albenga? Italien? Bitteschön. Ja, einige sind hier richtig angepisst. Aber gut. Schaut es mit der Koalition gerade aus. Koalition besteht eigentlich nur aus Spanien und ein paar kleinen Nationen. Nichts Großes. Wir verlieren Stabilität, erhalten Inflation. Verlieren Inflation? Was ist denn Inflation? Ach, scheiß auf Inflation, Alter. Jetzt mal ohne Witz. Wen juckt denn Inflation? Wie schaut es eigentlich im Reich aus? Haben wir überhaupt noch ein Reich? Ja. Einige sogar noch. Mitglied der Militärkoalition gegen mich. Das ist ein guter Kriegsgrund. Nationalismus. Die komplette Koalition gegen uns. Können die Schweden und die Osmanen trotzdem wieder rufen. Feindliche Seite mit 733.000 Mann. Inklusive der Reserven. Bei uns 1,347 Millionen inklusive der Reserven. Weil was wir jetzt hier gerade sehen, dass natürlich unsere Untertanen jetzt hier brav Truppen rekrutieren. Aber ich würde sagen, wir gehen diesen Krieg auch direkt wieder. Schon allein, weil wir es dann eben auch so... Oh, gab es irgendwie eine Seeschlacht? Jedenfalls schon alleine, da wir eben jetzt auch gleich diesen... Naja, das ist wieder Bullshit. Das ist wieder ein bisschen Fake News. Weil es sieht hier so viel aus, ist es aber tatsächlich gar nicht. Es ist viel weniger, als wir eigentlich denken würden in der Situation. Das sieht eigentlich nur darum so viel aus, weil die Spanier... Die spanischen Hunde... Natürlich hier groß mit drin stecken. Wir können hier in Europa problemlos alles erstmal erobern. Bevor die Spanier auch nur den Hauch einer Chance haben hier... Okay, das war's mit unserer Flotte. Tschüss. Tschüss, Los Flottos. Traurig. Traurig. Schon mal sagen. Handelsfluss ein bisschen erhöhen. Ah. Geld regiert die Welt, Leute. Geld regiert die Welt. Ah. Warum kann ich denn das Ding eigentlich nicht bauen? Ah, dass wenn wir das Ding bauen können, das wird uns bestimmt finanziell auch nochmal richtig hochpushen, glaube ich. Kann ich mir vorstellen. So, wir haben jetzt eine 119.000 Reserve, jeden Monat mal 1.300. Wir haben hohe Kriegsmüdigkeit, hört auf rumzuheulen, Alter. Ihr seid so heulsusen, ne?
Ohne Witz. Wir möchten das alles nicht. Oh, Aachen. Schon mal gefallen. Wir sind hier noch feindlich. Die Franzosen kriegen wieder auf die Schnauze. Da hilfst du den Franzosen den ganzen Tag und dann kriegen sie doch wieder auf den Sack bei jeder zweiten Gelegenheit. Sind hier irgendwo spanische Truppen? Da sind spanische Truppen, oder nicht nur, auch unter anderem spanische Truppen. Trient ist gefallen. Da war Trient. Kurz gucken. Würde an Silly fallen. Dann schauen wir die sind doch gleich direkt vorne an. Ah, separat. Aha, Koalition. Hm. Koalition, ah, das ist natürlich jetzt wieder. Alle Koalitionen sehe ich gerade. Ah, das ist ja scheiße jetzt. Warum ist Nürnberg nicht selbstständig mit drin im Krieg zum Beispiel? Weil Nürnberg war doch eigentlich auch. Na toll. Aber gut, soviel zu dem Thema. Dann können wir gleich mal gucken. Die belagert ihr erstmal noch kurz fertig. Ich würde sagen, wir gehen mal in die Offensive gegen die Spanier direkt. Und halt Armee minus 5%. Ah ja, klar, warum nicht? Das wird uns sicherlich finanziell auch nochmal ein bisschen voranbringen. Wenn wir uns jetzt hier erstmal nach... Ah, okay, da kommt jetzt auch schon die Schlacht. Ich glaube doch, dass sie so schnell sich zusammenschlagen wollen. Viel hat es uns nicht gebracht, ein bisschen was. Ah, da, okay, da oben geht's fett ab hier. Weißt du nicht, warum da oben so viel gekämpft wird? So, da sind meine Nürnberger und... Ne, eine reine Nürnberger Armeemaschine. Alter, das tut richtig weh. Wir haben Überquerungsmodus, aber deutlich bessere Disziplin. Und deutlich höheren Taktikwert. Also das war eine richtig brutale Niederlage, die die da erlitten haben. Was soll ich meine Armee hier? Achso. Mal da oben mit hin. Die Osmanen greifen die Spanier hier an. Natürlich mit einem guten General, ja. Leider trotzdem verloren, aber die Spanier mit enorm hohen Verlusten. Jetzt kommt dann unsere Armee. Weil ohne General, weil der ist irgendwie gerade gestorben oder so, keine Ahnung. Könnte besser sein, aber es sollte reichen. Das ist nicht schlimm, da können wir sogar direkt hin. Schon 28%. So, könnt ihr noch irgendwo anders hingehen? Da oben zum Beispiel nach Navarra. Tritratralala. Salzburg ist auch ciao. Wo ist die spanische Armee hin, die hier gerade noch war? Ach, da ist sie. Ha, hallo, hallo. Nicht abhauen. Na, Spanier sind sogar noch, also Disziplin ist richtig, richtig, also die sind richtig schlecht eigentlich. Ja. Das war ein weiterer bedeutender Sieg. Das ist ja auch genau das, was ich hier möchte, dass wir eben diese Kämpfe jetzt innerhalb kürzester Zeit gewinnen, diese Kriege. Unser Gebiet immer weiter ausbreiten. Und die Spanier zu schwächen wird auch nicht ohne. Oh, das ist hier natürlich eine andere Hausnummer. Da ziehen wir uns jetzt einmal kurz zurück. Kann ich gar nicht. 12.000 Mann verloren. Geht aber nicht. Geht aber nicht, sage ich jetzt hier ganz großkotzig. Zieht euch mal weiter zurück, bitte. Das hat aber trotzdem wehgetan hier. Bah, ekelhaft. So, wir haben alles besetzt hier oben, by the way. Ja, ja, ihr mit eurer Koalition. Ja, geht mir mal nicht auf die Eier jetzt. Mit ihrer Koalition. Oh, was ist da los? Okay, die haben sich auch hier wieder zurückgezogen. Die Spanier, also die Spanier waren wirklich großen Mutes. Verlust auf unserer Seite 230.000 zu 226.000. Warum haben die immer grundsätzlich weniger Verluste als wir? Immer. Egal, was passiert, die haben immer weniger Verluste. Wir haben aber deutlich mehr Truppen. Wir haben eine Mille. Die haben 400.000. Also, was die Truppenstärke angeht, können die eigentlich einpacken. Und dann versuchen wir jetzt auf ein neues. Ah, okay. Warte mal kurz, kann ich meinen General switchen? Okay. Nehmen wir mal ihn. Ha, dachte ich mir. Warte mal, komme ich da nicht hin? Achso, wir müssen erst nach Navarra. Dann gehen wir mal nach Navarra. Haben direkt die ganze Armee erwischt. Aber gut, minus 2 Überquerungsmalus. Aber wir haben einen sehr guten General.
Und wir kriegen Verstärkung. Ah, okay, alles gut. Super. Große Verstärkung. 198 Armee-Tradition haben wir bekommen. Hab ich das richtig gesehen? Das war doch ein Bug, oder? Wir haben noch niemals 198 Armee-Tradition bekommen. Ihr habt es aber auch gesehen, oder? Ich habe es so wie immer sehr schnell weggeklickt. Aber wir haben 198 Armee-Tradition bekommen. Das ist alles über unserem Versorgungslimit. Ihr könntet eure Provinzen auch gerne mal ausbauen. Fände ich ja wirklich geil. Muss ich schon mal sagen. Was ist denn das? Ausbauen von Provinzen? Kann ich euch auch nicht sagen. Frankreich ist mal wieder komplett besetzt. Was? Valencia? Was? Ferrara? Also, die muss ich vasalisieren, ne? Ne, die sind schon mal ein Vasall. Komische Geschichte. Gibt es eigentlich noch irgendwas, was wir machen könnten? Das haben wir schon gemacht. Das, der Klerus. Moral, Armee plus 5%. Ja, das ist wieder so eine Sache. Habe ich auch meine Berater alle eingestellt? Ja. Mauern mal durchschießen. So ein bisschen schneller mal durchkommen. Während die Spanier jetzt hier gerade gemütlich durch unser Territorium latschen. Bestechungen werden immer mehr geduldet, ne? Viel Spaß. Ach, jetzt hat. Ah, wobei. Versorgen sie mit 29. Also ich weiß nicht, warum das Versorgungslimit überall so niedrig ist. Aber das Versorgungslimit ist überall echt richtig niedrig. Da oben kriegen die Spanier auch wieder auf die Schnauze. Diese eine Osmane, Alter. Diese eine Osmanarmee. Jetzt haben sie leider verloren. Schade. Und wenn ich gerade noch nachschaue, verlieren wir hier leider den nächsten. Guten Mann, dafür nehmen wir den Unruhe-Malus. Also, dass wir weniger Unruhe haben. Also in Spanien gibt es gar nichts versorgungstechnisch. Das ist richtig heruntergewirtschaftet, das ganze Zeug. Bayern. Hau mal alles auf 10 hier. Indirekt hilft uns ja halt auch wieder. Können vor allem militärisch eigentlich ein paar Punkte mal investieren. Hau mal die Bayern mal militärisch schön hoch. Generell mal alle militärisch schön hoch, keine Ahnung. Ich meine, die Bayern sind schon wichtig, dass sie viel Truppen haben, weil die stecken hier quasi direkt an der Front, weißt? Ja. Autoklicker, wo bist du, wenn ich dich einmal brauchen würde? Hat wieder Feierabend. Okay, passt. Wird Bayern sicherlich helfen, nochmal ein paar extra Truppen zu rekrutieren. Wir haben 54%. Wir haben bloß 54%. Das ist nicht so viel, wie man denken würde eigentlich, ne? Flandern hat sich eine Koalition gegen uns beschlossen. Okay. Viel Spaß, ihr Idioten. Als ob das jetzt hier noch irgendeinen juckt, dass ihr euch eine Koalition gegen mich anschließt. Wir machen jetzt bei den Spaniern hier kurz Baguette. Schicken unsere Boys auch wieder nach Hause. Unsere Truppen können einmal alle Feierabend machen. Was ist mit euch eigentlich? Belagern aktuell noch. Haben wirklich hohe Verluste erlitten, also. Damit ist jetzt nicht mal unbedingt zu spaßen. Oh, auf dem Weg nach oben auszusehen noch eine feindliche Armee. 83 Armee-Tradition. Warum so viel? Warum hatten wir so viel Armee-Tradition? I don't know. So, die sind schon mal weg. Dann gehen wir mal dort oben hin. Belagerung von Burgos ist gewonnen. Auf nach Leon. Seat Leon, ein bekanntes Auto auch. Was ist denn eigentlich das Versorgungslimit in der Zwischenzeit? 223. Wir haben 525 Entwicklungen hier drin aktuell. Mein klar, könnte immer noch besser sein. Muss man nicht drüber diskutieren. Mal Löcher reinhauen. Die Spanier werden auch komplett gefressen. Gucken wir mal, dass wir denen auf alle Fälle einen bösartigen Frieden auferlegen. Während diese Provinzen an Ostfriesland gehen, und zwar komplett Olundus. Ostfriesland A.
Wem habe ich eigentlich den Krieg erklärt? Ich weiß es wieder gar nicht. Krieg gegen Bamberg war es okay. Das ist Bamberg, das geht an Hessen. Ich weiß, es ist viel einfacher, das einfach alles selber zu erobern. Nürnberg geht an München. Kannst doch einem Franken nicht antun, an Hessen zu gehen. Geht doch gar nicht. Ist doch illegal. Rothenburg geht an Mainz, weil Mainz hat relativ hässliche Grenzen nach wie vor. Also, ja, ist alles gut und schön. Also, das Ding ist, Augsburg geht natürlich auch an München. Die Pfalz gibt's auch noch, oder? Memmingen geht dann. Ja, ich mache mir jetzt hier schön die Mühe und denke mir hier so und mache hier so, aber das Ding ist, dass es uns gar nichts bringt, weil wir gar nicht den ganzen Frieden machen können, wie ich mir jetzt gerade vorstelle. Ja, genau, das ist das Problem. So, und das ist aktuell noch eine Weile. Also wir könnten jetzt hier das Reich schon mal fast komplett aufräumen. Das ist schon mal das Ziel, das erste Ziel. Das geben wir noch an Luxemburg. Mal gucken, ob wir da hier noch irgendwie was hinkriegen. Wir müssen den Krieg aber leider noch ein bisschen laufen lassen. Wo ist denn hier Luxemburg jetzt? Ich gucke eh nur auf die Flagge. Weil ich bin einfach blöd auf beiden Augen. Ach, da ist es doch. Ich bin blind auf beiden Augen. Alles cool. Tja, die osmanische Flotte, leider kein Match für die spanische Flotte. Die spanische Flotte unseren leider, muss ich gestehen, doch deutlich überlegen. Was ich nicht sehr begrüße. Okay, aber so sieht Spanien schon mal schön aus. Es wird uns zwar nichts bringen, weil aktuell ist es noch zu früh für eine richtige Auseinandersetzung mit den Spaniern. Das muss ein direkter Krieg gegen die Kollegen werden. Wie soll es mit Söldnern eigentlich aktuell dann nachher auch mal gucken? Wie schaut es mit der Entwicklung aus? Okay, wir brauchen ja 24 für die Zahlhäuser. Die wären richtig geil. Frankreich hat sich in der Koalition gegen uns angeschlossen. Holla. Kümmert ihr euch drum? Jawohl. 87% Warscore. Ah, guck mal, jetzt können wir den Frieden noch machen. Das können wir auch noch mit dazu nehmen. Sehr schön, Gold. Okay, eher nicht so. So, viele Nationen haben viele Provinzen erhalten. Ich habe auch aus Versehen was erhalten, und zwar in Bayern. In der Bayern, sorry. Sorry, Munich. Bekommt natürlich die Provinz sofort. Land. Nein, doch, ja doch. Nee, alles richtig gemacht, okay. Was mache ich denn mit euch jetzt? Sind die nur so angepisst aus irgendwelchen Gründen? Wie ist das eigentlich mit den geplünderten Provinzen? Ist ja auch immer gleich so angepisst sein müssen, ey. Bisschen Handel. Es gibt natürlich jetzt ein paar richtig nette Provinzen, die damit reingekommen sind. Die natürlich auch unsere Einnahmen wieder hochballern. Ja, wobei, ja, so haben sie es nicht geballert. Und hier unten das Problem, dass hier wieder keine Sau ist, die da unten helfen kann. Oh, das ist nice. Brauchen wir aber alles nicht. Ja, die Militärtradition. Minus 0,10 im Monat, ja. Minus 1, warum habe ich eigentlich so viel? Ach so, wegen Kriegsmüdigkeit, ah. Also wir, in dem Fall verlieren wir das Prestige, weil wir halten eh genug im Jahr. Korruption sinkt auch gut. Okay, also Armeeunterhalt ist eigentlich das höchste aktuell. Korruptionsbekämpfung macht einen relativ kleinen Punkt aus. Unsere Inflation ist so krass hoch, Alter, ohne Witz. Wir verlieren 0,2 im Jahr. Aber ist halt schon wenig, ne? Okay. Wobei, da kümmern sich die anderen drum. Also die kümmern sich selber auch drum. Und man merkt auch schon, ah, der ist gut. Sehr schön. Gaming Cover der zweite, 335, hervorragend. Endlich mal einer, der ein bisschen besser ist. Machen jetzt die letzte Wirtschaftsideen. Das bringt uns Produktionseffizienz. Mal gucken, ob uns das finanziell auch was bringt. 59,33 auf 60. Ja, toll, ganz toll. Super. Super. Hat uns gar nichts gebracht.
Ja. 18-jähriger Bub. Das kommen wir natürlich nicht mal nach. Ich komme nicht mal. Können nicht mal unsere eigenen? Das ist schon ein bisschen. Ah, Gott, schaut euch das bitte an, da oben schon wieder. Jetzt werden hier tausende Truppen umhergesendet. Okay. Mit unserem General zusammen klappt es dann, oder? Ja, dachte ich mir, ganz toll. Bei euch schaut es nicht so gut aus. Kommt ihr da hin? Nee. Okay, mal gucken, wie die jetzt drauf reagieren. Rekrutieren sie natürlich erst wieder neue Truppen. Oh, die brauchen jetzt natürlich ewig, diese Flotte. Das Problem ist halt auch, dass unsere ehemalige Flotte einmal komplett vernichtet wurde. Ich habe ja gar keine Schiffe mehr, ne? Ja. Flotte ist nicht mehr existent, kann man quasi sagen. Kostet mir eigentlich der Kriegsmüdigkeit auch Einnahmen? Ja, Unruhe, Baugeschwindigkeit, Effizienz, Produktion. Ja, tatsächlich. Wir haben irgendeine Schlacht verloren? Oh. Ah, meine Armee ist, ja. Okay, bleibt mal. Bleibt mal da, komm. Leute. Da sage ich wieder nichts zu, weil es ist mir schon wieder zu blöd. Na gut, die kommen jetzt gelegen gerade. Ich bin eh gerade angepisst. Muss jetzt wirklich gerade für 10.000 Dukaten irgendwelche Idioten bestechen. Ah, ich habe übrigens mit der gesamten Welt einen Waffenstillstand, oder was? Na toll. Das heißt, wenn wir Krieg erklären wollen, können wir das machen? Habe ich jetzt echt mit der gesamten Welt einen Waffenstillstand? Nein. Nee, warte mal, Schmade, mit denen habe ich einen Waffenstillstand, aber mit Frankreich zum Beispiel nicht. Wir können zum Beispiel Frankreich den Krieg erklären. Eroberung der Hauptstadt. Die haben 330.000 Mann. Wir haben 903.000 ohne Verbündete, wohlgemerkt. Ja, würde ich sagen. Let's go, meine Vasallen. Zeigt mir, was ihr drauf habt. Ah. Oh. Wobei. Vor allem, das ist keine Koalition, oder? Ah, doch, das war eine Koalition. Ich glaube, Frankreich war Koalitionsmitglied. Aber hier gibt es ein paar ohne Koalition. Das ist eben das Wichtige. So, euch schicken wir auch mit gleich in die Offensive. Kann ich die angreifen? Ne, die sind ja exiliert. Das klappt ja dann leider nicht. Danke für euer Angriff. Ja, wobei, komm, egal. Osman mitzurufen ist immer eine nette Sache. Auch wenn wir eh komplett überlegen sind von der Truppenstärke her. Okay, wir können auf alle Fälle jetzt Entwicklungskosten, Steuereinnahmen, Autonomie Monat. Ich mach mal das mal als kostenlose Richtlinie. 75. 79 sogar. Naja gut, wir haben ein paar Truppen verloren. Ne? Lübeck hat einen Aufstand. Da ist aber gleich Geschichte. Dann lasst es euch gesagt sein, das waren kleine Wichte. Wo ist eigentlich meine Armee hier hin, die ich mal hatte? Ach da. Ich habe euch 2000 Mann verloren. Ja. Militärische Macht in dem Fall. Einmal Merchen. Nochmal zwei Kanonen. 20, 10, 10 jetzt in Zukunft. Ich habe sowieso. Ne, 25. Da muss man gucken. Und alter Armee, können wir da was senken? Nee, also machen wir Disziplin. Da nochmal zwei Stufen mit drauf. Mich finanziell nochmal verausgaben. Sehr schön. Jetzt geht dann auch irgendwann mal München an München. Da werden sich die München aber sehr freuen, dass München jetzt endlich München gehört. Bis jetzt gehört ja München nicht München. So, Frankreich wird komplett auseinandergenommen. Müssen wir mal gucken, wie wir das dann geben nachher. Provence irgendjemand? Irgendjemand verbündet feindlich irgendwas? Weiß ich nicht, müssen wir mal gucken. Ansonsten erobern wir das alles, machen einen Satellite State aus München. Mit wem sind wir denn eigentlich alles im Krieg aktuell? Da unten Kolonien. Also die Kolonien sind irrelevant. Da unten ist Ferrara. Das ist interessant, weil das könnte man dann genau an Ferrara abgeben. Die haben sie aktuell. Die haben aktuell gar nichts. Während die sich schon mal freuen. Das besetzen wir auch alles. Das geht erstmal alles in Italien, weil Italien halt, ne? Königreich Italien. Königreich Italien. Das sind eigentlich Toskana, Ingolstadt. Lass mal sein, den Scheiß jetzt hier.
Sie alle 5 Sekunden meinen, sie müssten mucken, ja. Da kriege ich langsam ein bisschen so der. Da ist schon ein bisschen Aggressionen, nur ein bisschen, Wo ist jetzt mein Geld schon wieder hin? Keine Ahnung. Wir verlieren Kriegsmüdigkeit. Nee, da würden wir die Etatisten stärken und das möchte ich nicht. Das ist ebenfalls, das geht dann ebenfalls mal an Königreich Italien. Müssen wir kurz gucken. Nein, wir haben auch hier leider nicht die Möglichkeit, groß neutrale Staaten zu machen. Separat Frieden zu schließen, meinte ich. Nicht neutrale Staaten, was so ein Quark ich rede. 13, 11, 10. Sieht doch schön aus, mein. Das schaut auch so irgendwie aus, als ob das ein gewolltes Muster wäre, so ein bisschen, ne? So, als ob es absichtlich so wäre, wie es ist. Keine Ahnung, wie es euch geht. Vielleicht habe ich auch einfach nur Scheiße. Malakka wurde aufgelöst. Naja, toll. Das freut mich für die Malakkas. Also, ich glaube, dieser Schritt, den ich gegangen bin, hier meine Truppen auch oder meinen Untertanen auch weniger Unterhalt zu geben, war der richtige Schritt, glaube ich. Das ist sehr lohnenswert gewesen. Wir haben unsere Truppenstärke nahezu verdoppelt. Natürlich rette ich meine Händler. Nichts Besseres zu tun. Flandern geht an Lüttich. Das Ding ist, wir können jetzt schon mal, wir können jetzt schon wieder mal gucken, wie es mit dem Frieden ausschaut. Weil das wieder so teuer ist. Alles hier, was wir hier schon wieder treiben. Schau, wir können schon wieder. Ja, das war's. Das ist alles, was wir machen können hier. Das könnte man noch abfordern, aber das wird uns auch nicht so viel bringen. Das wird noch eine Weile dauern, bis wir das hier alles fordern können. Da ist übrigens eine feindliche Armee hier. So auf den Haufen. 36.000 Mann stehen da einfach drum rum. Warum greifen die nicht mal einer an hier? By the way. Irgendjemand? Ja, alles selber machen. Aber Frankreich. Das Ding ist, wir haben jetzt Frankreich besetzt, aber wir können Frankreich gar nicht irgendwie schädigen. Das Ding ist, okay. Hier ist Geschichte. Ende aus. Aber mich hat man ja nie zu einem Kurfürst gemacht, deswegen werde ich jetzt einfach alle auslöschen hier nach und nach. Da kommt die Schlacht, unsere Verbündeten kommen jetzt natürlich auch mit rein. Ziehen jetzt da unten hin zurück, werden jetzt auch nochmal angegriffen gleich. Sind raus. Erobert haben wir ja hier alles, ne? Aber wir können leider keinen Separatfrieden schließen. Was ist mit Kongo? Da unten kommen wir gar nicht hin. Was ist mit Oyo? Da kommen wir auch nicht hin. Wir müssen unsere Flotte wieder aufbauen. Das kannst du ja keinem mehr erklären hier, dass unsere Flotte so klein ist. Wobei wir relativ viele Schiffe haben eigentlich. Aber meine Vasallen weigern sich, die Schiffe mal sinnvoll einzusetzen. Zum Beispiel Dithmarschen. Könnte ich nicht. Aggressiv. Ja, sind alle aggressiv. Machen wir alle keinen Schwerpunkt. Wird das die Flotten unterschiedlich? Ah ja, nee. Na okay, jetzt haben sie doch ihre Flotten. Wir lassen die mal eigen. Sie sollen mal ihr eigenes Denken haben. Das ist ja auch Sinn und Zweck des Ganzen eigentlich. Dass sie so ein bisschen selbstständig denken, agieren, aggressiv, offensiv, defensiv. Ja, wir haben zu viele militärische Anführer. Das ist halt so. Ja gut, wir können den Frieden schließen. Dann machen wir ihn auch gleich. Ziehen den Krieg gar nicht unnötig in die Länge. Dann ist jetzt die Frage. Waffenstillstand mit Britannien haben wir nicht. Savoyen haben wir auch nicht. Savoyen wäre, glaube ich, ein gutes Ziel. Savoyen ist verbündet mit Österreich. Memming perfekt. Das ist der perfekte Krieg, meine Freunde. Wir rufen Schweden, Osmanische Reich. Alle mit rein. Und führen jetzt Krieg gegen Savoyen und Co. Und damit auch Österreich. Oh, Dänemark hat sich eine Koalition angeschlossen. Jetzt habe ich aber Angst. Und unsere Untertanen kriegen auch gar nicht die Chance, sich zu erholen. So, Untertanen mit einbeziehen. Pass auf, hätte ich fast doch mal. Ja, gut. Das Gute ist, dass wir unsere eigene Provinz gar nicht mehr ausbauen können. Das geht einfach nicht mehr. Das ist das Coole dran. Das heißt, wir können nicht aus Versehen mal unsere kompletten Punkte investieren und unsere eigene Provinz ausbauen. Das geht immerhin nicht. So.
So, freut euch, oder? Dachte ich mir. Sogar noch ein bisschen Nationalismus hier in Ulm. Gut. Sehr schön. An der Stelle würde ich sagen, muchas gracias fürs Zuschauen. Wir sehen uns nächste Folge wieder. Macht's gut. Tschüssi.